Good evening, bitches. My name is Pecky, and this is Happy Wheels. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Der gute Colinator hat mal wieder eine geniale Map gebaut, hoffe ich. Habe sie noch nicht gesehen. Wir fangen aber auch gleich mal an und testen die Gaudi mal hier mit dem alten osteuropäischen Opa. Pirk, du bist der Allerbeste. Wieder mal... Oh, jetzt habe ich nicht mehr gelesen. Also Pirk ist auf jeden Fall russisch, ne? Wie bei meinem Origin-Account. Captain Pack, edit mich. Steam macht nix, edit mich. Pirk, du bist ja Allerbeste. Wie dir mal den alten Sack im Rollstuhl nehmen. Falls du verletzt in Sie kommst, zehrt es jetzt hin. Danke, das ist echt total nett, weil ich komme meistens nur verletzt oder in einzelnen Teilen ins Ziel. Also es ist demnach sehr nett, dass das als Win zählt. Vielen Dank, lieber Keule. Echt super. Also, fangen wir auch mal damit an. So, ich habe letztens gehört, ich kann ja meine Torpedo da unten auch drehen. Ich war, dann kann ich ja jetzt, wenn ich den so drehe, nach unten los machen. Oh, geht schon gut ab. Dann gucken wir mal, was hier... Oh, mein Rückgrat. Oh, da war es noch da. Ist soll. Schauen wir mal, was ist hier so... Oh Gott, oh Gott, oh... Oh, ah. Was? In die Kanone mit dir? Ah. Oh, da bin ich aber gerade mal so an der Kanone vorbeigekommen. So, wieder den alten Opa. Hat der Opa zu mir gesagt? Nee, er sagt Rollstuhlmann, oder? Hat er geschrieben. In die Kanone mit dir. Mit Z? Wie er reingefallen ist, episch. So geil, wie am Schluss noch ein Flugkopfballtor. Ja, und das war's jetzt? Keule? Ist das dann ernst? War es das? Kann ich das mit einem anderen Charakter spielen? Dad! Dad! Ja? Dad, wieso hatte der komische Mann mit dem Segway gerade denselben Stimme wie ich? Ja, Sohn, das war eine Quantenverschiebung in der Neutrinum-Umlaufzeit. Dad, das ist irgendeine Scheiße aus Star Trek. Erstens heißt das nicht Star Trek, sondern Star Trek und zweitens Halsmaul. I don't care. So, und mit einem Hechtsprung. Das geht mit den beiden nicht, oder? Nee. So, und jetzt sind wir schon wieder da. Ich habe gerade noch ein bisschen nach der Map von dem guten Kanor gesucht, hab's leider nicht gefunden, also lieber Kanor, hau mir doch bitte nochmal irgendwie einen Link rüber, wenn es die Map wirklich gibt oder halt wie der Name heißt. Ich finde da jetzt nämlich gerade echt nichts, dann machen wir das nämlich in der nächsten Session. Tut mir wirklich leid, dass das jetzt nicht drankommt, aber ich finde es einfach nicht. Und jetzt machen wir hier ein bisschen random weiter mit Nanobike Riding. Dad! Ja, mein Sohn. Dad, was heißt denn safe, not safe, explosive, loosely and moving? Sohn, das wirst du gleich erfahren. Und zwar fangen wir mal an. Dad, ah, Dad, ich verstehe, die Roten fallen runter. Ja, was genau? Oh, voll den Bauch durchgebrokt. Dad! Du hast deinen Bauch durchgebrockt. Ja, Sohn, ich hab meinen Bauch. Ach, halt einfach, okay? Hä, was denn? Ich sag doch gar nichts. Frontflap! Oh, warte, was, ich lache gerade ein bisschen so schadenfroh. Also, ich find's ja nicht schlimm, wenn der drauf geht. Ich mein. Ja, doch, ich hab das schon gemeint. Hopp! Oh, Bunnyhop. Oh, Dad, das war saucool, voll so mit Bunnyhop drüber. Sag ich, ja, ich weiß, Sohn. Ich weiß, ich bin Imba. Dad, was heißt denn Imba? Weißt du, Imba ist all das, was du nicht bist. Der Spruch ist aus dem Kindergarten. Ja. So wie du. Oh Gott. Oh, oh Gott. Oh. Fuck. Oh. Das war scheiße. Dad, das war echt scheiße. Ja, so. Und weißt du, du kannst immer nur nachlabern. Weißt du, du bist wie so ein... Gott sei Dank bist du jetzt tot. Ich glaube, der war noch nicht wirklich hinüber, aber ich mach's trotzdem nochmal. Dad? Ja? Dad, sag mal, wieso machen wir eigentlich mal so die schweren Karten, Dad? Ja, so, und weißt du, bei den anderen überlebst du einfach viel zu oft. Was, Dad? Das ist etwa deine Absicht, mich sterben zu lassen? Ja, so, und du bist halt für nichts gut. Ach, Dad, das macht mich so traurig, dass du das sagst. Mach das nicht. Nein, ist mir scheißegal. Siehst du? Oh, Gott. Hey, Dad, ja? Dad? 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 Ja? Dad? Ja? Bin ich nervig? Ja, du bist sehr nervig. Ach so. Naja. Das sah lustig aus. Wie so ein Mobile. Oh, wundervoll auf den Kopf getroffen. Oh, Dad, auf den Kopf getroffen.
Scheiße, oida Schwede. Alter, Junge, echt jetzt. So, alt, so. Komm, das, lass mich durch. So. Jawohl. Oh nein, das war's. Hey, wir machen was anderes. Hier so ein bisschen mal, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Happy Park. Yeah. Dad! Ja, Sohn. Dad, danke, dass du endlich mal wieder mit mir in den Park gehst. Ach so, weißt du, kein Problem. Hier im Park bin ich nämlich gern. Oh! Sparta! Sie hat mir voll das Messer in den Bauch gerammt. Ja, Dad, du bist selber schuld. Bunny Hop Action! Bunny Hop Action! Dad, ich mag keine Bunny Hop Action. Oh, doch, Bunny Hop Action ist die einzig wahre Action. I'm Peter Pan and I'm Tinkerbell. Ja, so siehst du aus. Woo, Front Flap! Okay. Oh, 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 oh. Dad, die haben alle Äxte. Ja, so, und ich sehe, dass sie alle Äxte haben, aber wir werden was dagegen tun. Und zwar machen wir jetzt wieder Bunny Hop Action. Bunny Hop Action! What the fuck, wo kam das her? Dad, wieso flog da ein Mann vom Himmel? Ja, Sohn, das war der Typ, der im Mond sitzt. Der Mann auf dem Mond. Kennt ihr Peterchens Mondfahrt? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Peterchens Mondfahrt kennt. Episch. Ja. Ende der Geschichte. So, also wir wollen jetzt noch hier ein bisschen rüber, ne? So, na, wollen wir ja mal ein bisschen rüber. Dad, du kannst doch nicht den Santa Weihnachtsklaus kaputt machen. Oh, doch schon, das kann ich. Und zwar genau den. Den Santa Weihnachtsklaus. Mit einem Frontflap. Ein Frontflap. Ich hab's geschafft. Die erste Karte seit langem, die ich geschafft habe. So, My Human Helmet. Schauen wir uns das mal an. Können wir da selber was machen? Oh, das sieht interessant aus. Ich bin geschützt. Ich hab's nicht überlebt. Das war nicht schön. Das war einfach nur grausam. Immer diese Gewalt in Videospielen. Die mag ich. So, also, wir machen jetzt weiter. Killer iPod Nano. Nee. PewDiePie Quiz. Nee. Zombies Attack 2. Sehr gut. Mit dem Aber. Nom nom nom. Damals, ne? Da gab's ja auch schon Zombies. Aber! Geh mal weg, du. Der sieht ja aus wie ich. Bin ich auch ein Zombie? Sind alle alten Leute Zombies? Kann ja nicht wahr sein. So! Da fahr ich sie alle über den Haufen. Richtig. Backflip. Backflip. Oh, Waffen. Backflip. Ich hab ja gesagt, Backflip. Das kann doch nicht wahr sein. So, it's a bomb. Da ist... Oh, der Bomben-Zombie. Bomben-Moon. Bomben-Zombie. Frontflap. Nein! Los, Ralf, ich muss wieder rauf mit einem Wheelchair. Wer will mein Gehirn? Dabei habe ich doch gar keins mehr. Jetzt bin ich da runtergefallen. Scheiße, das war ganz schön doof. Jetzt bin ich da runtergefallen, komm nicht mehr raus. Ich kann mich doch so mit dem Ding da... Nee, kann ich nicht mehr. Ich glaube, um den Aber ist es geschehen. Scheiße, jetzt, ich muss das doch nochmal machen. So. Okay, pass auf, ja, habe ich keine Angst vor Zombies, ne? Oh, bist du ein bisschen schnell gerade? Hey, wolltest du Gehirn? Habe ich nichts Gehirn, okay? Okay. Wo weiter jump, weit jump durch Feuer. Überhaupt kein Problem damit, kann ich immer jumpen durch Feuer. Ne, hat schon, mein Bruder hat schon gesagt, jump nicht immer durch Feuer. Jetzt hängt er da drauf mit seinen Füßen oder was? Willst du mich verarschen? Mach ich schon, okay, brauche ich überhaupt nichts Arme, ne? Kann ich alles mit Bein machen, so, ne? Mach ich konkret mit Bein. Ist alles überhaupt kein Problem. Jo, Mann, für was brauchst du Beine? Jo, ich zeig dir gleich meine. Und wenn ich dann auf dem Segway fahr, dann fahr ich die Straßen lang und sag, oh ja. Nee, komm. Auch ein schlechter Freestyle übrigens. Wieso gehe ich denn immer raus auf der Karte, obwohl ich auch auf Change Character gehen könnte? Das ist unglaublich. Dad! Ja, Sohn? Dad, wieso müssen wir mal durch Zombies und gerade waren wir im Park und jetzt sind wir in der Stadt mit Zombies? Das ist total unglaubwürdig. Das glaubt uns doch niemand. Sohn, wen interessiert denn das? Glaubst du, hier schaut jemand zu? Nein, Dad, dir guckt sowieso niemand zu, denn du bist voll der Affe. Ich bin was? Voll der Affe. Ein Affe? Ja, voll der Affe. Sohn, das finde ich jetzt ganz schön gemein von dir. Ja, da hat er sich auch gleich selber bestraft, der kleine Satansbraten. Zu Recht. So, wie komme ich jetzt darauf? So, wie komme ich jetzt darauf? Ganz ruhig, Becky, ganz ruhig. Tief, ein- und ausmachen. Und dann Enrage-Mode. Nee, also, pass auf. Hopp,
Jawohl, siehst du, geht doch immer mit ein bisschen Ruhe und dann ist es alles easy. Oh, das war wieder der Exploding Zombie Pokémon da. So, los, fette Frau, du bist im Kampf. Ich wähle dich. Oh, was ist denn hier los? So. Ich dachte immer, ohne den Sohn wäre alles besser. Aber jetzt sehe ich, das war alles nur Illusion. Mensch, das ist Opa Zombie. Oh, ich muss da rüberkommen. Yeah, schon wieder weitergekommen als der Opa mit seinem Wägelchen, will ich jetzt meinen. Oh, fuck. Oh, no. Oh, hell yeah. Oh, yes. Penismodus. Oh, fahr halt dann da durch, Mann. So, ich muss ja. Nein, ich komm nicht durch. Oh, so ohne Arme ist natürlich auch ein bisschen scheiße. So, das mache ich ja ohne Probleme. Oh, runtergefallen. Aua, jetzt wäre mir fast das Ding. Und geschafft. Und geschafft. Ja. Yes. Strike. Bam. In your face, bitch. Versuchen wir es mit der fetten Frau. Wir versuchen es jetzt mit der... Hallo. Ich musste schnell meine Einkäufe nach Hause bringen, weil ich habe unglaublich viel Hunger. Jetzt ist mir meine Wurst aus dem Koffer gefallen. Ja, aus dem, ihr wisst schon, das Einkaufsding da vorne. Ich nenne es jetzt mal Koffer. Meine Wurst. Ich brauche meine Wurst. Ich habe Hunger auf Wurst. So. Nein, geh. Ah, scheiß Dreck. Kack. Ficken. Bumsen. Was ist das hier für eine... Oh, ich will doch... Ich muss doch nach Hause. Ich muss die Wurst essen. Die Wurst! Die Wurst, oh Gott, ey. Ich denke mir mal, wenn meine Nachbarn irgendwann, die rufen irgendwann mal. Es geht nicht! Die Scheiße geht nicht! Jetzt komme ich nicht mal zu meiner Wurst! So, ja, ich werde mich so. Nein, fail. Fette Frau hat verloren. Die kann nichts. So. Oh, Schatz, ich finde es immer so schön, wenn du mich hier mitnimmst. Mit deinem Moped, nicht wahr? Was ich mit meinem alten Herkules? Junge, echt jetzt, ich musste auf die andere Seite rüber. Habe ich keine Zeit für Zombies, Junge. Ja, aber weißt du, wenn wir mal so romantisch unterwegs sind, das ist immer so schön mit dir, ne? Das ist immer schon schön, ne? Kannst du mir hier ein bisschen hinten drauf sitzen auf deinem Moped? Junge, echt jetzt, nerv nicht. Ich muss hier durch, ne? Da sind Zombies. Weib, siehst du das nicht, Junge? Echt jetzt. Ohne Scheißen hier. Ich muss da jetzt durch. Laber nicht so eine Scheiße. Ich glaube, du bist so dumm, ey. Oh, jetzt bin ich auf meinem Kopf gelandet. Ist jetzt endlich tode. Das kann ja nicht wahr sein. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Jetzt habe ich mir meinen Kopf auch noch umgebracht. Kacke, ey. So ein gebrochener Hals ist nicht so schön, Junge. Echt jetzt. Ja, und? Dann macht halt wer anders weiter. Tschüss, ne? So, wen haben wir dann noch? Na, den will ich jetzt nicht spannen. Aber Fernando Sanchez muss jetzt natürlich treffen. Hallo, meine Freunde. Mein Name ist Fernando Sanchez. Und ich... Geil! Hallo Freunde, ich bin Fernando Sanchez und ich fahre mal lieber ein bisschen weiter nach vorne. So, und jetzt gebe ich Gas. Ich muss nämlich heute noch in meiner Lorenbahn ankommen und eine neue Experimente herausfinden, was der Sinn und die Entstehung des Universums ist. Oh, bitte Frau, geh mir aus dem Weg. Ich habe keine Zeit für dich. Ich bin Fernando Sanchez. Ich bin der erfolgreichste Forscher dieses Landes und ich glaube, ich hänge fest. Und ich habe eine Ball in die Gesichter. Wie kann das denn sein, ne? Ich bin Fernando und ich habe keine Ball in die Gesichter. Geh weg, du fette Frau. Ich habe keine Zeit für dich. Oh, Scheiße. Nein, Scheiße. Ich glaube, Fernando. Nein, Fernando, geht es gut. Sehr gut, Fernando. Ich spreche immer von mir selber in der dritten Mission. Dann ist Fernando Sanchez. Bin einfach nur unglaublich. Ja, das war's mit Fernando Sanchez. Ho, 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 ihr kleinen Kackbratzen! Los, fliegt! Fliegt und rennt! Gehörst du, Alter? Sag, du kannst doch nicht die ganze Zeit schon Stress machen. Schaust, gehör da an, der Hans hat nur noch ein Bein und ich laufe auf zweien. Aber ich kann halt nicht mehr so schnell. Haltet die Klappe, ihr kleinen Spatuin! Wir fahren hier schneller wieder mit. Ich bin es, der Nikolaus, und wir müssen frühzeitig ankommen. Scheiße, da hat's einen vollen Franz zerrissen, das kann nicht wahr sein. Sag einmal, Niklas, ist das dein Ernst? Das kostet einen Mann. Ich meine, schon okay, du bist der Weihnachtsmann und so, aber trotzdem. Weißt du was, Sohn? Sohn, du hast recht. So kann es nicht weitergehen, also stirb. Und deinen Kopf. Nehme ich noch die Treppe mit runter. Oh, weg, du fettes Weib.
Ich habe keinen Platz für dich. Ich muss Geschenke abliefern. Der Meister, du hast überhaupt keine Geschenke mehr hinten drauf. Oh, wer spricht da? Ihr seid alle tot, ihr kleinen Ratten. So. Darüber. Segeln. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich habe die Mächte. Wieso ist dieser Mann schon tot? Ach ja, das waren ja meine Kräfte. Komm schon, Weihnachtsmann. Ich glaube, ich bin zu fett. Zu fett für diesen Weg. Okay, ich lasse mich abtreiben nach unten. Nicht abtreiben, wie ihr denkt. So, das schaffe ich natürlich easy. Easy. Los, ho, ho, mit wem rede ich überhaupt? Ich bin ganz alleine. Scheiß Menschen, Erden, Erdenmenschen. Menschen, Erden. Lol, Failpack. Ah, jetzt habe ich ihn aufgespießt, den Menschen, Erden. Oh, halt auf, Prall, macht mir aber nichts aus, denn mein Schlitten hat ABS. Anti-Prall-System. Ja, Prallen mit B. So. Anti-Prall-System, ABS dann eben. Habe ich nicht ABS gesagt? Ach, Prall wegen P. Jetzt habe ich mich gerade selber so krass verwirrt. Das ist schon wirklich... So, Pogo Stick Billy, mit dem werde ich nicht davon... Hello, my friends, ich bin Pogo Stick Billy. Und ich habe einen neuen Auftrag... Oh, was ist? Ist ein Zombie hinter mir auf den Boden gefallen? Ich glaube, das interessiert mich nicht. Au, ich habe... Oh, ich touch my ass mit diesen Typen hier. So, und ein neuer Flop. Yo, keine Flop. Boing Flop. Ich bin Avia D. Willy von... Naked Willy, wie heißt denn die komische... Wo ist denn von der Biene Maya dieser... Der ist ein Grasshüpfer. Ich weiß nicht, wie er heißt. Habe ich vergessen. Ist auch egal, ist ein Arschloch, ist ein schwule Gay Homo. So, und Frontflip. Kacke, ich muss raus hier aus dem Feuer. Das brennt so sehr in meinem Kopf. In eure auch quasi, aber nur wegen meiner Dummheit. So, da hängen coole Waffen, das ist eine Scar-T, die da links hängt. So, und, ja. Oh. Knock down the door. Das lese ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe es jetzt schon 3 oder 4 Mal. Ich weiß nicht, wie oft gemacht diese Karte und lies jetzt zum ersten Mal, dass da... Aber das war wie letztens mit dem Drücke Z, ne? Ich habe schon gehört, da haben sich ein paar Leute, haben sich da köstlich amüsiert, dass ich zu doof war, dieses Z zu finden. Da steht in den Kommentaren bei der letzten Folge, nein, bei der vorletzten Folge, dass die Mrs., jetzt lass mich, wie heißt die denn jetzt? Vorhin habe ich noch gesehen, wie sie heißt. Ich guck gleich mal nach. Die hat sich auf jeden Fall, also wenn es wirklich eine Frau ist, ich weiß es ja nicht, man kann ja aus den Namen immer dann nicht schließen, ob es wirklich ein weibliches Geschlecht ist, also meistens schon, aber nicht immer. Aber ich behaupte jetzt einfach, sie ist weiblich. Hat auf jeden Fall gesagt, die haben sich dann unglaublich beömmelt, weil da stand, ich soll Z drücken zum Loslassen, hab's aber nie gerafft, weil ich so dumm war. Komm schon, mach hin, Mann, mach hin. Und oh nein. Unglaublich schlecht. Nehmen wir eine andere Karte. Ich will nochmal irgendwo episch verrecken. Und dann haben wir es auch schon geschafft für diese Folge. Jetzt machen wir noch einmal den Rope Swing. Das hier schon interessant ist. Oh, yeah, got it. Und, ja. Oh, nein. Oh, aber den habe ich geschafft. Und, runtergeflogen. Wie soll denn das gehen, wenn man keine Arme mehr hat? Das ist unglaublich. Flatsch. Noch voll drunten vorbeigefallen. So. Oh, boah, der Backflip war echt schön. So, also zurück und Prem. Und Prem. Wieso sage ich Prem? Was ist denn das für ein Ausdruck? Ja, sehr gut. Und, ja, easy. Ungesunde Haltung, auch hier. Und, sehr gut. Damit schließen wir diese Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Verbreitet dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Liked es bei Facebook, wie auch immer. Sagt euren Freunden, vielen Dank schon mal fürs Kommentieren, fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Ich bin raus. Euer Peggy, Baggy, Staggy, Chaggy, Flaggy, Mac, Cracken, Stack, Over, Hacken, Flying, MC, Dirty, Stubby, 36OM, LFG, PDC, K. Tschüss.